Heute ein bisschen gewackelt. Was für ein schöner Morgen. Ich grüße dich recht herzlich. Ich bin heute Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden und habe mir meinen Tee gemacht, habe dann einen Podcast aufgezeichnet zum Thema Demut, wird demnächst laufen. Und bin jetzt raus hier nach dem Frühstück mit dem Leon wieder zu einer kleinen Morgenrunde und habe jetzt hier gerade bestimmt 5 Minuten lang gestanden und einfach nur alles auf mich wirken lassen. Und das ist auch schon etwas, was ich mit dir gerne teilen wollte und so einen kleinen Vorschlag für ein Morgenritual. Es beginnt ja jetzt mit dem Herbst so ein Stück weit auch wieder die Zeit der Einkehr, wo so die Dinge sich, die Energien sich nach innen zurückziehen. Und wenn wir uns darauf einlassen, das auch so ein Stück weit spüren können, wie also gerade die Morgende ruhiger werden. Also wenn morgens so direkt der Sonnenaufgang mit Wärme und so weiter einen sonnigen Tag verspricht, dann ist es oftmals so ein bisschen fordernd, so herausfordernd. Ich muss was tun, ich muss was machen, es muss was passieren, was unternehmen oder wie auch immer. Der Tag wird zwar wohl auch sehr schön heute, aber es ist schon so ein bisschen so eine Stimmung von Stille und Ruhe, die nicht nur die Uhrzeit mit sich bringt, sondern tatsächlich auch so die beginnende Jahreszeit, der Herbst. Und deswegen meine Idee für dich, geh doch einfach mal ein bisschen eher aus dem Bett raus und verbringe morgens eine Viertelstunde von mir aus nur draußen, irgendwo, wo es schön ist. Und 5 Minuten davon auf alle Fälle mal still hinsetzen und nur auf dich wirken lassen, was dich umgibt. Also alle Geräusche, alle Gerüche, alles, was du siehst, deinen Atem dabei beobachten. Und jedes Mal, wenn ein Gedanke kommt, wanderst du wieder zurück zu dieser Wahrnehmung. Mach mal diese Erfahrung, dann weißt du, warum ich dir das empfohlen habe jetzt hier. Und wenn du keinen Bock darauf hast, wünsche ich dir trotzdem einen schönen Tag und eine schöne Zeit. Du wirst die Erfahrung dann nicht machen. Schade, glaub's mir. Und alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.